Für Fit for Life Leser besonders interessant ist natürlich der Running-Bereich. Was kannst du uns dazu präsentieren? Wir gehen sehr schnell auf die Herren. Wir sehen hier, wir gehen im Running-Bereich immer mehr auch ein bisschen locker an die ganze Sache. Die Hose hat einen Slip drin, ganz genau, wo eigentlich dann alles haben, was es haben gibt. Und da sehe ich jetzt, es sind schon recht spezielle Laufschuhe. Also mit dem Marathonrennen, das können wir nicht wirklich empfehlen, oder? Mal, das geht. Viel Spass. Die, die es gleich lieber enger haben und nicht so Flatterhosen, die müssen dann mit sättigen Hosen laufen. Mit sättigen Hosen joggen. Wenn wir gerade bei den Damen sind, auch hier im Running ein Ansatz für die Frau mit dem höheren Bund, mit einem relativ hohen Designanspruch. Dann, ein Dreiviertel-Pant, der auch ein bisschen weiter ist, nicht ganz so weit, aber vor allem unten ums Knie auch ein bisschen weiter ist. Und dann auch hier, denke ich, zeigen wir immer wieder, dass wir im Designanspruch genau, danke schön. Du kennst sie schon, merke ich, bist schon unterwegs. Das, dir steht sicher. Ja, zu deinen Haaren. Nein, auch hier immer wieder so ein Designanspruch, den wir haben, wo wir vielleicht ein bisschen jünger sind als das durchschnittliche. Dominik, du hast uns da ein paar ganz spezielle paar Schuhe rausgelegt. Was kannst du zu diesen einzelnen Schuhen sagen? Wir haben gesagt, wir schauen zuerst mal schnell den Lifestyle-Bereich ein bisschen an. Sicherlich interessant für Fit for Life-Leute. Die Inspiration aus dem Running-Bereich. Ein bisschen speziellere Geschichten auch einmal. Mission to Mars heisst der. Auch ein Afrika-inspiriertes Produkt vom Design her. Für was ist die Schnalle da auf der Seite? Ja, zum einen ist es Dekoration und zum anderen ist es, um ein bisschen Halt zu geben. Nur ein bisschen. Nein, es ist natürlich ein Schuh, den man locker trägt. Ganz klar. Sommerschuhe habe ich auch noch etwas anderes ganz Spezielles gesehen, dort hinten. Wenn du das vielleicht mal kurz vorstellen kannst, so kann man schlecht laufen. Ja, ich glaube, es ist am Anfang ein bisschen schwierig. Es ist wahrscheinlich eher so, wie wenn man direkt aus dem Gefängnis kommt mit Ketten an den Füßen, es nicht kann bewegen. Das ist Kehinde Wiley, ist ein afrikanischer Designer, der mit ihm zusammenarbeitet, wo natürlich die grafische Inspiration ganz fest von ihm kommt. Sonst kauft man die Flipflops wirklich so im Laden und gibt ein schönes Bild im Geschäft und kann nachher ausschneiden, kann natürlich auch noch ein bisschen mehr lassen, je nachdem wie gross die Füße sind. Nein, stimmt nicht ganz, die Füße sind natürlich unten anhand von der Sohle schon ein bisschen vorgegeben. Wir basteln uns einen Scherenschnitt, he? Ganz genau, ja. Der Lifestyle-Bereich ist für Puma nächstes Jahr sicher ein Zugpferd. Im Sportsegment ist die deutsche Marke dank Engagement bei der Schweizer Fußballnazi und als Ausrüster vom Übersprinter Usain Bolt ebenfalls dick im Geschäft. Man darf gespannt sein, ob Puma 2010 auch im Running-Bereich für Aufsehen wird sorgen. Heute sind leider keine Laufschuhe präsentiert worden. Fürs Fit for Life aus dem Mama Afrika in Zürich, der Marius Stahlberger.